Und wir brauchen wieder Heilung. Vielleicht die Rüstung hat sich auf 68 Punkte verbessert. Ja. Es hört sich irgendwie an, als würde ich ihn die ganze Zeit treffen, aber das glaube ich irgendwie gar nicht. Was sind eigentlich die Effekte auf dem Speer? Lähmung für 10 Sekunden, Last 50 Punkte für 10 Sekunden und Gift 4 Punkte für 5 Sekunden. Tja. Das hat getroffen. Nochmal ein Heiltrank. Eventuell nochmal ein Heiltrank. So, Schwert hoffentlich bald 10. Ja, Speer auf 10. So, nochmal ein Heiltrank. Nochmal ein Heiltrank. Rechte Rüstung hat sich auf 69 Punkte verbessert. Juhu! Und besiegt. Dann haben wir auch wieder 3 Wüstenpfeile. So, du greifst jetzt wirklich nicht an? Wir können sogar rasten, Leute. Die greifen uns echt nicht an. Hallo, Eisbär. Und wir haben sie die ganze Zeit angegriffen, Leute. Wie gemein sind wir denn? Oh.
Speer hat sich auf 11 Punkte verbessert. Juhu! Jetzt haben wir zwar wieder einiges an Gewicht, aber war ein gutes Training. Und der hier liegt sogar noch. Der hier nicht. Das wird echt toll, Leute. Stellt euch mal vor, wir treffen die ganze Zeit mit dem Speer. Wir treffen jetzt schon ganz gut. Da haben wir sicher gleich den nächsten Punkt für Speer. Was ist denn das Hauptattribut für Speer? Konstitution. Das ist sowieso recht schwach bei uns. Na super. Das ist aber das Schwächste, glaube ich, sogar derzeit. Dann kriegen wir da vielleicht 5 Punkte in Konstitution beim nächsten Stufenaufstieg. Wäre toll. Er hat sich auf 12 verbessert. Juhu! Geschafft. Rasten wir noch mal kurz. Die Elche auch wieder da sind. Einer der Wölfe da hinten hat uns gesehen. Zwei Angriffe und das, obwohl der Speer schon zur Hälfte beschädigt ist. Toll. Ja, Elche sind auch wieder da. Schleichen hat sich hier 75 verbessert. Super. Das ist, glaube ich, eher eins unserer Hauptattribute, oder? Ja. Ein Pfeil war drin. So, mit etwas Glück kommen wir den restlichen Elchen einfach so vorbei. Ja. Super. So, und hier müssen wir nachsehen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass hier jetzt dann gleich eine große Gruppe Schneegnome bekam. Da hinten irgendwo. Und die könnten wir aber, glaube ich, rechts umgehen. Ansonsten, da vorne ist sie. Oh, die habe ich nicht gesehen. Da kommt der zweite auch noch. Die hat sich auf 13 verbessert. Juhu! So, ich kämpfe lieber gegen ein paar Tiere als gegen die ganze Schneegnome.
Hier müssten wir relativ gut durchkommen, ohne dass uns jemand sieht. Da oben ist ein brauner Elch. Da sind auch Schneegnome. Aber der braune Elch greift uns ja vielleicht nicht. Okay, er greift uns an. Okay. So, und hier müssen wir jetzt hier rechts weiter. Genau. Ah, genau, da war das hier und da links geht es aber weiter. Ich erinnere mich. Irgendjemand hat uns gesehen. Den hatte ich nicht gesehen. Das war's. So, wir müssen hier links weiter. Und mit etwas Glück müssen wir jetzt gar nicht mehr kämpfen. Halt, nein, da links waren doch Schneewölfe, oder? Ja. Ah, er hat uns gesehen. So, das war jetzt. Wo ging's weiter? Da? Nein, hier rechts, oder? Nein, da. Genau, hier geht es jetzt weiter, Leute. Ab hier haben wir noch nichts erkundet. Jetzt greift doch hier an. Wo kommst du denn her? Sperrt sich auf 14 verbessert. Juhu! So, dann bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hier hingehen, Leute. Das ist ja hier nach Norden jetzt. Hier ist ja ein Berg, da kommen wir nicht weit. Oh! Eine Falle! Leichtrüstung hat sich auf 70 verbessert. Der Elch war jetzt eine Überraschung, Leute. Ich habe ihn nicht gesehen. Wolf und ich. Sehr schön.
Speer hat sich auf 15 Punkte verbessert. Juhu! Okay. Also das ist das Gebirge hier ist komplett durchziehen, Leute. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht mal irgendwann hinkommen auf die andere Seite. Wow. Funktioniert mittlerweile schon ganz gut mit dem Speer, Leute, oder? Da kommen wir offenbar nicht hin. Wir scheinen jetzt einfach nur hier herum zu gehen. Nein, 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 nein. Knapp. Ja. Sieht schon toll aus. Interessant ist, dass es immer dieselben drei Eisschollen sind, die einfach nur irgendwie anders rotiert platziert wurden, Leute. Hier die große, unter der großen eine mittlere und über der großen eine kleine. Und hier einfach nur rotiert. Die große, unter der großen die mittlere, über der großen die kleine. Hier auch. Die große, mittel, klein. Groß, mittel, klein. Hier auch. Groß, mittel, klein. Die hier sind tatsächlich mal andere. Aber auch das hier sind einfach nur wieder die gleichen, Leute. Hier einmal da, einmal da, einmal da. Fertig. Einmal da, da, da. Und hier wieder die drei großen. Drei großen, die drei großen. Und das ist interessant. Das fällt einem erst auf, wenn man das genau beobachtet. Naja. Andere Rotation und schon hat man ein ganzes Schwadron aus Eisschollen. Huh. Komme ich da etwa durch? Hier scheint nicht durchzukommen, Leute. Da ist irgendwas. Okay, also hier gibt es zwei Wege. Wo würde denn dieser Weg hier hinführen? Ein Eisbär. Schneebär. Eisbären greifen wir nicht an. Schneebären greifen wir an. Nach dem sollte ich vielleicht mal rasten. Speer hat sich auf 16 verbessert. Juhu! Heiltrank. Was ist das eigentlich für ein Heiltrank? Ach, das Magie wiederherstellen. Ich glaube, da brauche ich nochmal einen Heiltrank. Vielleicht bekommen wir nochmal einen Punkt Speer, wenn wir den besiegt haben.
glaube, ein Heiltrank werden wir noch trinken müssen. Trinken wir ihn gleich. Speer hat sich auf 70 verbessert. Juhu! Geschafft. Rasten wir mal bis geheilt.